Und wir wollen starten mit einem Impuls und danach habt ihr die Gelegenheit, einfach, wie ihr es vielleicht auch von der sogenannten ersten Stunde kennt, noch Beiträge zu bringen, das, was euch vielleicht wichtig ist, da, wo ihr von Jesus angesprochen wurdet. Und dann wollen wir ins Abendmahl gehen. Advent, wir haben heute den ersten Advent. Ich weiß nicht, was es für euch bedeutet. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal reinrufen. Was bedeutet für euch Advent? Ganz spontan? Was? Stern aufhängen. Stollen. Licht. Das Jahr ist fast vorbei. Erwartungen. Es ist kalt. Vorfreude. Vier Kerzen anzünden. Was? Dekorieren, ja. Okay, also ihr merkt, wir verbinden mit dem Advent eine ganze Menge. Viele Dinge, die vielleicht in den Bildern so zusammengefasst sind, das ist so ein bisschen unsere Tradition, das hat uns geprägt. Und man merkt es so richtig, wenn diese Dinge wegfallen und fehlen, dann fehlt uns irgendwas. So schön geschmückte Städte, wo man bei Weihnachtsluft über den Weihnachtsmarkt schlendern kann, Licht, Glühwein oder Tee. Das sind Erwartungen, die dieses Jahr vielleicht so nicht erfüllt werden, weil wir öfter an Geschäfte kommen, wo geschlossen steht, oder an Restaurants, wo geschlossen steht, und wir finden das schade, sehr schade. Aber ist es eigentlich Advent? Wir merken, wie sich unsere Tradition und Kultur vermischt. Und deshalb wollen wir in die Bibel schauen und nochmal gucken, was ist da denn mit Advent gemeint. Wir schauen mal ins Buch Jesaja. Da wird zum Beispiel der Messias angekündigt. Und Advent heißt ja Ankommen, eine Erwartung zu haben, dass jemand ankommt. Und hier wird Folgendes gesagt, als Verheißung für den ankommenden Messias. Das Volk, das in der Finsternis lebte, sieht ein großes Licht. Also Advent hat was mit Licht zu tun. Und wir zeigen das mit unserer Dekoration, mit unseren vielen Lichtern. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft Frieden bringen. Auf dem Thron Gottes wird er regieren, auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Wenn man das so durchliest, dann merken wir, dass viele Sehnsüchte von uns Menschen mit dieser Ankündigung erfüllt werden. Jens hat nur so ein paar Streifzüge davon gegeben. Der Fluss, der schmutzig ist, das Meer, was schmutzig wird, dass viele Dinge nicht mehr funktionieren, dass wir in diesem Jahr denken, scheiß Corona. Viele Dinge, die uns mittlerweile nerven, Angst machen, und in unserem Herzen tief drin ist da diese Sehnsucht nach einem wunderbaren Ratgeber, nach einem starken Gott, nach einem ewigen Vater, nach einem Friedefürst, der uns wirklich zur Ruhe bringt. Und über diesen Messias finden wir ein paar Kapitel weiter, im 42. Kapitel von Jesaja, noch eine andere Facette, die angekündigt wird. Der Herr spricht: Seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden.
aber er schreit es nicht hinaus. Er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht aufbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Advent. Hier wird von diesem Messias gesprochen, der als Knecht Gottes eine Mission erfüllt. Der nicht, wie wir es normalerweise aus der Weihnachtszeit kennen, durch die gut riechenden, von Weihnachtsliedern dudelnden Gassen rennt, sondern der unsere Herzen erreichen will. Und Menschen, die erwarten diesen Messias sehr unterschiedlich. Wir merken das ja auch in der Art, was uns sofort einfällt, wenn wir über Advent nachdenken. Und wenn wir ganz ehrlich sind, muss das nicht zuerst Jesus sein, sondern da sind viele Dinge, die mit unserem Gefühl zu tun haben, mit dem, wie wir bisher Weihnachten und die Adventszeit erlebt haben. Und erst wenn wir uns Zeit nehmen und zur Ruhe kommen, dann kommt eigentlich wirklich Jesus. Den Menschen damals ging es nicht anders, als Jesus in diese Welt gekommen ist, und sie haben sehr unterschiedlich reagiert. Wir wollen das erste Mal Menschen anschauen, die ihm vertrauen, die ihm begegnet sind. Ich habe hier als Beispiel Maria und Elisabeth. Die haben jeweils immer eine Engelsbegegnung gehabt und ihnen wurde angekündigt, dass sie den Messias, Maria den Messias zur Welt bringen wird. Und sie ist zu Elisabeth gegangen, ihrer Verwandten, und hat ihr das erzählt und sie haben beide gemeinsam Gott gelobt und gepriesen. Und das Kind im Bauch von Elisabeth fing an zu springen, zu jubeln, als ihr Maria entgegenkam und sie ihr erzählte, dass sie den Messias zur Welt bringen wird. Menschen, die ihm vertrauen. Dann gab es Menschen, die auf ihn warten. Menschen, die schon viele Jahre in der alten Schrift gelesen haben und wussten, die kannten diese Jesaja-Stellen, die ich eben vorgelesen habe. Als zwei Beispiele die Propheten Simeon und Hanna. Die waren schon gespannt, wann ist dieser Zeitpunkt gegeben, dass dieser Messias kommt. Und dann waren sie wieder im Tempel und haben gewartet. Und dann begegnet ihnen dieses kleine Kind. Und sie wissen, jetzt ist die Zeit. Dann gab es Menschen, die ihn suchen. Die Wissenschaftler aus dem Orient, die Sterndeuter in Matthäus 2, die sich mit den Sternen über viele Jahre beschäftigt haben. Und als sie diesen Stern gesehen haben, wussten sie, hier ist etwas Besonderes passiert. Das waren keine Spinner, das waren keine Leute, die nicht wussten, was sie taten. Das waren Wissenschaftler zur damaligen Zeit. Und sie wussten genau, hier ist etwas passiert, was einschneidende Wirkung haben wird. Und sie machen sich auf eine mehrmonatige Reise und kommen dann Monate, nachdem sie diesen Stern gesehen haben, dort an, weil sie ihn suchen. Und es gibt Menschen, die ihn fürchten und ablehnen. Genau diese Wissenschaftler sind nämlich zuerst zum König Herodes gegangen und haben gefragt, wo ist denn der König geboren worden? Und Herodes, klug wie er war, seine Macht sichernd, gibt sich erst nicht zu erkennen und stellt sich gut mit diesen Wissenschaftlern und sagt, wenn ihr den neugeborenen König gefunden habt, sagt mir so schnell wie möglich Bescheid, wo er ist. Ich will ihm auch huldigen. In Wirklichkeit fürchtete er diesen Messias. Er wollte ihn umbringen. Er wollte ihn beseitigen, damit seine Macht bestehen bleibt.
Und auch so gehen wir mit Jesus um. Dann gibt es Menschen, die ihm folgen. Nämlich als er geboren wurde und die Engel ganz einfache Menschen angesprochen haben, Hirten, die damals so ein Menschen der ganz unteren, einfachen Bevölkerungsschicht entsprachen, die wurden angesprochen und sie folgten dem Messias. Sie gingen ihm hinterher, ob mit ihren Herden oder ob sie die Herden zurückließen oder andere darauf wachten, sie gingen los. Und in diesem Bild seht ihr dargestellt, wie sie in diesem Stall da waren und dem Messias dienten, ihn ehrten. Und dann gibt es da Menschen im Jahr 2020, wir, du und ich, mit unserer Erwartungshaltung an den Advent, mit unserer Erwartungshaltung an den Messias. Und ich will uns gern ermutigen und herausfordern, diese Adventszeit, die heute beginnt, so zu nutzen und zu überlegen, wie sind ihm Menschen damals begegnet? Wie begegne ich ihm heute? Gehe ich durch diese Tür zum Kreuz? Jesus sagt, ich bin die Tür und wer durch mich eingeht, wird Leben finden. Die Mission, die Jesus von Anfang an im Blick hatte, die Gott im Blick hatte und die er leidenschaftlich verfolgt hat. Wir wissen das aus Jesaja, die ist hier nochmal zusammengefasst hinter mir, aus Johannes 10. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und aus Matthäus 20, Vers 28, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus setzt die Verheißung über ihn um, in deinem Leben, wenn du das zulässt, in meinem Leben, wenn ich das zulasse. Wir haben jetzt die Gelegenheit, dass ihr gern noch Dinge weitergeben könnt. Hier bei Jens steht das Mikrofon, die euch so bewegen, wenn ihr an Advent denkt, wenn ihr über diesen Retter Jesus nachdenkt. Vielleicht habt ihr in der Woche was erlebt, was euch bewegt hat. Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, einfach hier vorzukommen und noch zwei, drei Leute einfach was weiterzugeben.